So, herzlich willkommen zurück. Ja, wir sind immer noch, wir sind jetzt auf dem Weg hier zu den Aufständischen. Hab heute richtig Lust auf das Spiel. Ich finde die Kleidung echt cool. Also, je öfter ich die sehe, umso mehr finde ich sie gut. Das Schwert hier passt am besten. Ich weiß nicht, wie historisch das ist mit diesen gegenläufigen Klingen. Aber so von der Größe und von der Weiter, glaube ich, ist das mit eines der schönsten. Sind alle da? Doğan bin Arslan wird jetzt sterben. Wir warten nur auf dich. War nicht Ich bin vorwärts bereit. Marsch. Gehen wir. Sie raubten euch aus eurer Heimat, wo ihr frei wart, und brachten euch her, um als Sklaven auf ihren Feldern zu sterben. In Aschar-Kia schlachteten sie unsere Brüder wie Hunde. Jetzt wurden noch mehr von uns verschleppt. Nein! Es reicht! Ich versprach euch ein neues Leben. Ich gab euch mein Wort. Jeden Tag schließen sich uns mehr an. Von den kleinsten in Bagdad bis zu den größten. Allah ist mit uns. Unser Kampf ist rechtschaffen. Gerechtigkeit ist unser Schicksal. Allah ist groß. Allah ist groß. Es gibt keinen Gott außer Allah. Und Allah ist groß. Es gibt keinen Gott außer Allah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Es gibt keinen Richter außer Allah. Genau, Missgeburt. Der Aufständische kennt euren Platz. Das ist ein Vorschein. Was das? Der hieß Sand. Was weißt du, dass ich dein Ende bin? Andere werden kommen. Euer Aufstand wird scheitern. Oh. Schick dich schon da. Los! Geschafft! Die Feiglinge fliehen! Gepriesen sei Allah! Du bist jetzt unser Bruder! Hey, danke. Hoch mit euch. Aruk. Wenn sich dieser Sieg herumspricht, werden sich uns viele anschließen. Doğan bin Arslan hatte Befehle bei sich. Er sollte ihm Nadin, der Befehlshaber, in Aschar-Kia Bericht erstatten. Seine Vorgesetzten dort könnten die Hinrichtungen befohlen haben. Stehen da Namen? Nur Decknamen. Aroch und Ella Eshma. Nur der Orden benutzt solche Namen. Ich gehe zu diesem Nadin und sehe, was ich finde. Ich wünsche dir Glück. Ich muss zurück und auf Beshi warten. Sei vorsichtig, Ali. Ab jetzt macht der Kalif Jagd auf euch beide. Wenn man wirklich frei sein will, kann man sich nicht vor allem verstecken. Ich sollte zum Nadin, der Befehlshaber in Aschar-Kia. Oh, das ist weit weg. Ich kann ja mal wieder schnell reisen. Warte mal, bin ich in einem... Ah, noch in einem... Hier. Gute Frage. Ist hier noch irgendwas zum Looten? Leihe mir deine Augen. Ne. Ich glaube, hier war ich schon mal irgendwann. So, dann gucken wir doch mal. Da oben ist das. So, einmal orientieren. Sei meine Augen, Guido. Ja, oder? Ob wir nehmen mal das Dach hier. Nadin, der Befehlshaber. Ich muss da irgendwie rein. Da an die Wand kommen. Ich weiß nicht, ob wir den Sprung... Den könnten wir schaffen. Von hier aus. Da an die Kante. Vielleicht sind wir deshalb hier. Der Naib wird morgen früh persönlich die Sperre einleiten. Wir lernen von einem der Besten.
Versuch mal, ob ich hier rumkomme. Nächste Woche habe ich Dienstag. Kassel an bis da, dass ich hier hochklettern kann. Sie noch, da vorne ist noch. Nachschub. Ich glaube, wir schalten einmal die Fernkämpfer aus. Okay, ausgeschalten. Kriegen wir Messer wieder. Ball. Nicht genug, dass sie einen eigenen Raum haben. Wir müssen ihn auch noch bewachen. Komm, komm. Ich glaube, den da schalten wir auch noch aus, bis der irgendwie die Leiche sieht. Lass mich raten, das Ding ist abgeschlossen. Versperrt. Das muss der Raum der Befehlshaber sein. Ich brauche den Schlüssel. Leite mich, Enkidu. Wo zur Hölle soll der Schlüssel sein? Ich war mit der Quell zusammen. Da unten. Nee, halt. Hä? Den Marker. Da oben einer. Schalten mal den noch aus und arbeiten uns dann einmal lang. Der hat Horn am Gürtel. Das haben wir nicht die Bestes verpackt, weil ich hier schon mal war. Wie gesagt, ich glaube, ich war hier schon mal. Da oben ist was. Also. Hm?
Und auf mal da, auf damit. Hast du die Frau gesehen, deren Mann wir geholt haben? Es wäre rechtens, sie zu deiner Sklavin zu machen. Oh, sieh mich nicht so an. Wir stehen in Allahs Gunst, Jasur. Oder soll nur der mächtige El-Madihwar solche Freuden genießen? Sprich seinen Namen nicht aus, nicht einmal hier. Von uns allen macht er mir am meisten Angst. Du weißt doch, wie er ist. Wenn er von meiner Vergangenheit erfährt und Fehler findet, wo kann ich dann hin? Anders als du besitze ich keine Schiffe, Nadir. Du warst vielleicht nicht immer ganz ehrlich. Aber du hast deine Treue mehrfach unter Beweis gestellt. Du hast kürzlich diese Aufständischen hingerichtet. Die Ausführung war noch kaltblütiger als sein Befehl. Vielleicht sollte er dich fürchten. Ich höre deine Stimme, doch deine Worte sind die des Scheitan persönlich. Scherze nicht. Ich will keinen Ärger, wenn er zurückkommt. Scheitan? Aus deinem Mund ist das das größte Lob. Es ist, wie ich sagte. Wir sind gesegnet und müssen nichts fürchten. Wo bleibt Doan? Er ist spät dran. Du sorgst dich zu sehr. Wie immer, Sadiki. Und deshalb bist du nur Aruch und ich bin Ella Eshma. Bitte verzeiht, Strategen. Dohan bin Aslan wurde ermordet und wir fürchten, es gibt einen Eindringling. Wir müssen euch in Sicherheit bringen. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Dohan kommt nie zu spät. Mist. Die zwei gehören zum Orden. Und sie dienen einem Dritten namens El-Mardihwar. Doch jetzt muss ich einen Weg hier rausfinden. Die Leiche wird gleich entdeckt. Aber von hier aus müssten wir eigentlich rauskommen. Ja. Ich bin wieder in Sicherheit. Ich sollte zurück zu Fulad. Dann marsch. Darf mich nur nicht sehen lassen, weil die immer noch nach mir suchen. Welche Units verdient? Irgendwann muss ich die Einblendung mal ausmachen. So. Du bist unerwünscht. Das wird mir immer gesagt. So, dann sind wir gleich da. Du hast denn viele Nester getreten. Überall sind Söldner wie wütende Wespen. Das erklärt, warum Beshi nicht da ist. Er meidet die Söldner. Ich hoffe, es war den ganzen Ärger wert. Ich fand heraus, dass zwei Befehlshaber für den Orden arbeiten. Und es gibt einen dritten. Ihren Anführer. Drei? Das erklärt den Einfluss des Ordens in Ashakia. Die ersten beiden heißen Aroch und Ella Eshma. Den dritten nennen sie El-Mardihwar. Sie verstecken sich hinter großen Namen wie eingebildete Kinder. Halte ihre Eitelkeiten nicht für Kinderkram. Der Orden ist die wahre Macht hinter den Abbasiden. Hast du etwas entdeckt, das hilft, sie zu identifizieren? Der Mann namens Aroch wurde von seinem Gefährten Jasur genannt.
Er verheimlicht seine Vergangenheit und lebt in Furcht deswegen. Jassur, ja. Das muss der arabische Stratege Jassur ibn Basil sein. Ich hörte von ihm. Ein Feigling, der die Siege anderer auf dem Schlachtfeld als seine eigenen ausgab. Er gibt sich viel Mühe, diese Vergangenheit zu verschleiern. Jassur hat eine Villa in Kasasale im Westen. Du könntest dort nach ihm suchen. Der Mann namens Elaeshma heißt in Wirklichkeit Nadir. Er befehligt Schiffe und ist nicht so ängstlich wie sein Gefährte. Eher hochmütig. Nadir. Das muss Admiral Nadir ibn Hafid sein. Ein prahlerischer Narr, dem seine Schiffe wichtiger sind als seine Männer. Ah ja, der Admiral. Überheblich, aber auch ein Genie. Er entwarf einige neue Kriegsschiffe für den Kalifen. Wenn sie Nadir rekrutiert haben, ist der Einfluss des Ordens gewachsen. Du könntest im unteren Hafen im Norden nach ihm suchen. Und ihr Anführer El-Mardichwar? Ich weiß nur, dass er nicht in Asharkia ist und bald zurückkehren soll. Dieser Name sagt mir nichts. Ich höre ihn zum ersten Mal. Wenn er ihr Anführer ist, hat er den Tod meiner Männer befohlen. Er ist es, den du finden musst. Ja, und auch aus anderen Gründen. Der beste Weg, ihn zu finden, ist über die anderen beiden. Finde diesen El-Mardichwar, Basim, wie vereinbart. Ich warte auf Beshi. Ich danke dir für die Befreiung meiner Männer. Nimm diese Münze als Lohn. Ich finde Jassur und Nadir und enttarne ihren Anführer. Sie werden nun vorsichtig sein, beschützt in ihren Festungen. Vielleicht musst du sie rauslocken. Lass Vorsicht walten, Basim. Diese Leute sind gefährlich. Das bin ich auch. Na genau, jetzt unsere neuen Ziele. Moment, warum ist da noch was offen? Ah, okay, jetzt abgeschlossen. Krieg ich dafür keine Fertigkeitspunkte? Auf Fall, der kriegt das. Da ist wieder ein sammelbares Ding. Ah, nee, das ist nicht das Gefängnis. Verschaffen wir uns einen Überblick. Oh. Vergib mir, Enkidu. Also, ich habe dich Gefahr ausgesetzt. Okay, wir gucken uns mal an, wie wir reinkommen. Hier vielleicht, über die Mauer. Hier komme ich nicht raus. Mother. Wir müssen halt irgendwie an den Bogenschützen ran.
Bitten hier hoch, dann darüber. Okay, wir müssen also nur den Teil hier überbrücken. Warten, bis er sich dreht. Los geht's. So. Ist noch eine dicke Kiste. Hier ist alles in Bereitschaft. Ich werde erwartet. Mhm. Die Tür ist verriegelt. Okay, das heißt, hier müssen wir ein bisschen gucken, wie wir da reinkommen. Weg. Jetzt kann Enkidu problemlos kundschaften. Vor uns kann sich nichts verstecken. Ich habe das schon. Schlüssel. Soll hier noch sein? Irgendwas zum Untersuchen. Jetzt laut, wenn ich das jetzt mache. Komme ich wahrscheinlich nicht hoch? Ja. Okay. Ah, hier komme ich hoch. Dann gucken wir uns an, wie wir überall rankommen. Also da unten ist was zu versuchen. Hat auch ein bisschen. Schlüssel war da unten irgendwo. Okay. Hey. Schon mal dicht. Gucken wir mal, da unten ist was. Der hatte den Schlüssel, ne? Ah, Mist. Da ist ein Dicker.
Zwei kleine. Noch einer. Komm mal ran hier. Ich sag doch, die Wurfnisse sind OP. So, was gibt's hier? Der Balkon des Strategen könnte offen sein. Ziemlich mutig für einen Feigling. Und dumm. Ich glaube, ja, Balkon klingt nicht schlecht. Hat man wenigstens ein bisschen Tarnung. Würden nicht wagen, mich hier anzugreifen. Ich bin Stratege Jasur ibn Basil, Held des abbasidischen Heeres. Alles wird gut. Ich mache mir umsonst Sorgen. Ha, ja, ganz sicher. Alles geht gut. Hey. Was ist da los? Augenblick! Okay. Was ist denn? Ja, ich glaube so. El Mardichwar hatte Fragen zur Vergangenheit unseres Freundes. Klug. Er wurde in die große Garnison bestellt. Einer wäre erledigt. Nun zu Ella Eshma. Mauer ab oder Richtung Mauer. So, und sind draußen. Gut. Und dann holen wir uns beim nächsten Mal noch unsere andere Zielperson. Haut rein.